Warte, ich muss anfangen, oder? Ja. Okay. Nochmal neu. Ja, kannst du machen. Ich schneide Okay. einfach hin. So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Wir werden euch jetzt zeigen, wie man diese Welt runterlädt und installiert. Ist eigentlich ganz einfach, sobald man es kapiert hat. Denn der Serhat, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, hat uns in dem Kommentar geschrieben, ob wir es machen könnten, und ja, jetzt werden wir es machen. Jo, da ich ja Genau. immer so cool bin und die Mods installiere, dann zeige ich jetzt auch, wie es geht. Genau. Jo. Unter den Skyblock-Videos von Jan ist ja immer der Download-Link. Hier, seht ihr hier. Und dann klickt ihr einfach auf den Link hier drauf. Skyblock.net/dl21. Und dann landet ihr hier auf der Seite. Und was noch kurz anmerken möchte, Skyblock ist keine Mod, sondern ist einfach eine normale Map. Das heißt, ihr könnt hier auf den Bereich hier, wo hier das grau unterlegt ist, einfach draufklicken. Dann wird es aus eben runtergeladen. Wartet ihr kurz, bis fertig runtergeladen ist. So, ja, pam, fertig. Gut. Und dann habt ihr das hier, das Archiv. Archive können nicht so direkt von Minecraft eben gespielt werden, deswegen müsst ihr das erstmal entpacken. Mit 7-Zip oder WinRAR, je nachdem, was ihr habt. Und dann kommen hier zwei Ordner raus: einmal Skyblock 2.1 für Windows und halt eben einmal für Mac. Genau. Und um die Welt jetzt einzufügen, drückt ihr einfach Windows und R zusammen. Und dann gebt ihr hier unten einfach 1% App Data, also APPDATA Prozent /.Minecraft. Und dann okay. Und dann geht ihr hier in den Saves-Ordner und nimmt einfach diese Skyblock-Welt, kopiert sie. Also so lassen. Das ist, zeige ich es euch schön, kopieren. Und hier drüben einfach. Ja, jetzt muss noch laden. Meine Maus blinkt immer so komisch, wenn ich aufnehme. Einfügen. Das kannst du einstellen. Okay. Ja, dann ist hier jetzt die Welt eben und wenn ich jetzt mal Minecraft schnell starte. Okay, wir sind wieder zurück. Jo, hat ein bisschen gedauert, aber ich hab's gecuttet und dann drücken wir mal Play. Gut, läuft bei dir. Siehst du, was gerade gekommen ist? Ja. Läuft. Gut. Also, wenn wir dann jetzt gleich im Hauptmenü sind, das hoffentlich dann gleich kommt. Oh, ja, okay, da sind wir schon. Gehen wir kurz Singleplayer. Wenn wir jetzt runter scrollen. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen von den Welten. Yo, wie viele Welten? Ja, ich hatte schon mehr. Ich hatte bestimmt schon doppelt so viele. Wenn wir runter scrollen, Ich habe drei. hier ist Skyblock. Play Selected World oder Spiel die ausgewählte Welt oder wie es auch immer im Deutschen heißen mag. Okay, und ja, ihr seht ja, wir sind jetzt hier in der Welt und es ist genauso wie bei Jan oder du siehst ja gerade eine Bildschirmübertragung, ist genauso wie bei Genau. ja, hier die Kiste eben mit dem Eis und dem Lavaeimer da hinten dürfte, ah, hier hinten, falsch, ist die Sandinsel mit dem Kaktus und noch eine Kiste und hier der Baum eben und ja, also ist die Insel aus der Jan und ja, aus der Jan eben eine größere baut, ja, und so einfach geht es eigentlich, die Welt zu installieren. Also einfach hier im Internet runterladen, dann eben hier mit 7-Zip WinRAR oder einem anderen Entpackungsprogramm entpacken. Dann, wenn ihr Windows habt, diese Welt in eure Saves reinziehen. Wenn ihr Mac habt, sorry, kann ich euch leider nicht weiterhelfen, aber ich denke mal, da findet ihr im Internet Hilfe. Wie das bei Mac geht und dann einfach die Welt starten in Minecraft. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt an Jan oder mich, dürft ihr die gern stellen. Jo. Ja, schreibt es in die Kommentare. Ja, Jan wird sie dann beantworten oder ich, je nachdem, wer Genau. ist oder aktiv. Und dann darfst du jetzt noch was zu deinen Zuschauern sagen, ist ja dein Projekt. Das ist, ja, Skyblock ist mein Projekt, aber das ist ja jetzt ein Tutorial. Egal, aber das gehört ja mehr oder weniger zu deinem Projekt. Also mach dir, sagst so du Tschüss und so und Zeug. Ja, dann danke an alle Zuschauer und
Ja, läuft bei dir. Das laggt bei dir gerade ziemlich, oder? Nee, das nur, weil Skype-Ding macht. Also Ah, übertragen leckt. okay. Ich dachte schon, bei dir laggt's gerade. Okay, dann bist du an der nächsten Folge Skyblock. Ja, wir haben schön vorproduziert. Ja, gerade eben, vorher. Aber wir sind so weit wie hier und ne, ein bisschen weiter. Ja, aber nur ein bisschen. Jo. Okay, dann bis zu der nächsten Folge. Ich glaube, bis zur dritten dann wahrscheinlich. Ja, bis zur dritten. Heute kam ja die zweite, also ne, gestern kam die zweite raus. Wir haben schon, ja schon 0:26 Uhr. Ja. Und am Samstag kommt. Oh, ich habe schon Start dran. Egal, am Samstag kommt die dritte raus. Genau, dann bis zu der nächsten Folge und viel Spaß mit dem Tutorial. Ja. Ja, das war's. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Links geht es jetzt zum letzten Infovideo. Und rechts zur letzten Skyblock-Folge. Zum nächsten Jo. Mal. Tschüss. Ciao. Haha. Jo, läuft.